Hallo Freunde der Freiheit und willkommen bei den Reiserittern. Hi. Hallo. Heute mal unser neues Format. Dazu zünde ich erstmal eine Kerze an. Das die ist freiheitliche unser, Kerze. Genau, das ist unser Markenzeichen. Jedes Mal, wenn wir dieses Format Freiheit besprechen, machen wir eine Kerze an, eine kleine Kerze der Freiheit. Wird nicht die ganze Zeit brennen, denn ich muss sie in der Hand halten. Wir sind hier im Wohnmobil, da ist offenes Feuer. Ist mir nicht ganz so geheuer. Ich sitze hier unter meinem Schrank und deswegen ja, nur ein bisschen brennen lassen. Ja, also heute soll es mal drum gehen, Libertarismus. Warum sind wir libertär? Und was ist das überhaupt? Ja, dann kommen wir gleich zu einem erstmal trockenen Thema, um das abzuhaken. Begriffserklärung. Ja, Libertarismus kommt vom lateinischen Libertare und bedeutet so viel wie Freiheit. Oder bedeutet Freiheit im Endeffekt. Jetzt mach's wieder aus. Ein Lichtlein für alle Freiheitsliebenden draußen. Mhm. Ja, kommt vom lateinischen Libertas und bedeutet Freiheit. Ja, und es heißt, auf Deutsch gesagt, da hat sich mal wirklich jemand Gedanken darüber gemacht, was bedeutet es, frei zu sein. In unserer heutigen Zeit, ich zähle mich auch dazu, bevor ich den Libertarismus kennengelernt habe, wusste ich gar nichts über Freiheit. Gar nichts. Wir glauben alle, wir sind frei. Wir glauben, wir sind frei. Und vor allen Dingen in der westlichen Welt. Ja. Genau. Und das Problem liegt einfach nur daran, weil die wenigsten Leute wirklich wissen, was Freiheit bedeutet. Wir werfen immer mit diesen Begriffen um uns und denken, wir haben sie verstanden, aber dabei haben wir nichts verstanden. Ja, wie gesagt. Und weil es mir genauso ging, wie wahrscheinlich so vielen da draußen, ich habe auch immer rumposaunt, ja, Freiheit ist wichtig, obwohl ich null wusste, was wirklich Freiheit ist. Ja, also Begriffserklärung haben wir hinter uns. Fangen wir mal an, um was geht es denn beim Libertarismus? Beim Libertarismus geht es um, grob gerissen, wir brauchen keinen Staat. Nein! Oh mein Gott, nein! Wie soll's denn gehen ohne Staat? Ja, wer soll mich denn knechten? Ja. Wer regelt denn alles? Wer jagt denn die Verbrecher? Oh mein Gott, wer baut unsere Straßen? Wer? Chaos! Oh mein Gott, Chaos! Panik! Und da sind wir schon an dem großen Punkt angelangt eben, wo der Fehler im System ist. Und zwar die Leute wissen nicht, was Freiheit bedeutet und haben Angst vor ihr. Das ist das große Problem. Die Leute haben Angst vor der Freiheit. Ich würde da gerne mal in den Raum werfen. Das ist wie das Huhn, das in dem Käfig sitzt und nie einen draußen gesehen hat. Das bleibt lieber im Käfig, als dass es ja die Chance ergreift und rausgeht. Zum Libertarismus gehört eindeutig auch Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Vor allem ganz viel Selbstverantwortung. Wir geben immer ganz gerne Verantwortung ab, weil es natürlich auch ein riesengroßer Schritt in Richtung Bequemlichkeit ist. Wer regelt die Sicherheit für dich? Wer regelt für dich, dass die Straße gebaut wird? Wer regelt für dich? Ja, all wer, diese Dinge. Wer regelt für dich all diese Dinge? Genau. Mhm. Und da hat sich natürlich so eine kleine Made namens Staat eingeschlichen und hat dir ganz fest versprochen, ich regel das alles für dich. Gib mir nur Geld. Ganz viel Geld und Macht über dich. Vor allem Macht über dich. Das Problem dabei ist, das ist nach hinten losgegangen. Das ist ganz, 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 ganz böse nach hinten losgegangen. Also wir haben heute eine riesengroße Staatsquote in Deutschland. Also die besagt eindeutig, dass wir alle am Arsch sind. Wir sind alle versklavt. Das ist eindeutig klar. Und mit solchen Themen wie eine CO2-Steuer, Dieselverbote und sonstigen Humbug. Überwachung. Gläserner Mensch. Genau. Wir wollen alles von dir wissen. Du darfst gar nichts von uns wissen. Genau. Mit lauter so einem Humbug hat man die Menschen dazu gebracht, eben sich in eine Ecke zu stellen und zu kauern. Der Staat darf heute alles, aber ihr dürft nichts. Wir sprechen dem Staat jegliche Legitimation zu, Gewalt gegen uns anzuwenden. Aber wir dürfen keinerlei Gewalt gegenüber ihnen anwenden. Er darf Geld von uns fordern, ohne Legitimation dazu. Es gibt eine Legitimation auf dieser Welt. Ja. Eine einzigste. Und es sind Naturrechte.
Und das Naturrecht besagt eindeutig, oh nein, Moment, jetzt muss ich gleich mal sagen, was Naturrecht, oh, Gesetz des Stärkeren und wir fressen uns alle gegenseitig auf. Ja, da beginnt ja die große Lüge schon mal. Nein, nein, der Mensch frisst sich nicht gegenseitig auf. Wir sind kooperative Wesen. Und diese Wesen, die kooperativ miteinander arbeiten würden, werden daran gehindert durch einen Staat. Wir dürfen nicht miteinander arbeiten, wir dürfen auch nicht miteinander Handel treiben, wie es im Kapitalismus der Fall wäre. Wollen wir auch mal eine Begriffserklärung Kapitalismus machen? Müssten wir eigentlich machen. Weil eigentlich gehört es dazu, ja. Es gehört dazu. Ich habe genauso auch meinen Weg in die Freiheit gefunden. Der böse, böse Kapitalismus. Der böse Kapitalismus, genau. Also ja. Bei mir klingelt es da sofort, wer hetzt gegen den Kapitalismus, wer war das schon immer? Das war der Kommunist. Und genauso ist es heute auch. Ja, oh mein Gott, er hat das böse Wort Kommunismus in den Mund genommen. Ja. Die Regierung ist kommunistisch unterwandert. Eindeutig. Es fängt im Sozialismus an und endet im Kommunismus. Ja, und es wird immer gegen den bösen Kapitalismus gehetzt. Und ja, der zerstört die ganze Welt und raffgierige Firmen. Und also, wenn ich auf die Wirtschaftstheorie eingehe, dann müssten wir jetzt hier, glaube ich, 3 Stunden lang erklären, warum Kapitalismus eben nicht so böse ist und warum der Kapitalismus eigentlich unsere Natur schützen würde. Warum der für uns alle Freiheit bedeutet, aber das wollen wir jetzt nicht machen, sondern ich erkläre jetzt einfach mal den Begriff Kapitalismus. Das Kapital, als Kapital bezeichnet man das, die Ressourcen, die man sich selber erarbeitet hat und die man selber nicht notwendigerweise zum Überleben braucht und die man übrig hat und sie, ich sage jetzt mal, investieren kann. Das ist ein Kapital. Und dieses Kapital kann auf einem Markt gehandelt werden. Ich sag mal, du hast 10 Fische, du brauchst nur 5 zum Leben, dann sind 5 dein Kapital, das du auf dem Markt anlegen kannst. Jetzt kommt aber jemand, der sagt, okay, pass auf, hier ist der Markt, ab hier beginnt der Markt, aber ich regle, was du verkaufen darfst, zu welchen Preisen du sie verkaufen darfst, wem du was verkaufen darfst und überhaupt erstmal, ob du verkaufen darfst. Das sind erstmal die großen, groben, umgeschnittenen Dinger, wo ich sage, geht's noch? Geht's noch? Kapitalismus bedeutet ein freier Markt. Ja, der Markt sind miteinander handeltreibende Leute. Freie Leute. Und wir sind nicht frei. Und deswegen gibt es keinen Kapitalismus. Wir haben Steuern, Zölle, Verbote, Regulierungen. Es wird verboten, mit dem und dem Land Handel zu treiben. All das. Zeigt eindeutig auf, dass wir nicht im Kapitalismus leben. Nein, wir leben im Kooperatismus. Firmen, diese bösen Firmen, die heute angeblich unsere Wälder zerstören, uns vergiften und sonst irgendwas, haben nur das Recht darauf, das zu tun, weil der Staat ihnen es erlaubt. Der Staat ist der wahre Drahtzieher dahinter, was hier auf dieser Welt an Übel passiert. Mhm. Und die Leute frönen ihn noch. Heute, an diesem Sonntag, gehen die Leute zur Wahl und wählen. Zwischen links und rechts. Ich weiß nicht, also ich möchte von keiner von beiden in die Schnauze bekommen. Aber egal, ob von der linken oder von der rechten. Es ist wie überall. Der Staat muss tricksen, täuschen, lügen, betrügen und die Leute dumm halten, eben um an der Macht bleiben zu können. Denn wenn die Menschen einmal wirklich aufwachen würden und wissen würden, dass wir gar keinen Staat bräuchten, dass durch den freien Markt eben alles selbst reguliert wäre, dann wäre das so schnell abgeschafft und wir wären alles so schnell frei. Also das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen. Mhm. Wir können ja mal unten verlinken, 70% Steuern zahlen wir rund, ungefähr. 70% Steuern. Ja, jetzt denkt sich jeder, oh nein, das kann doch gar nicht sein und so. Doch, wir bezahlen rund 70% Steuern. Da kommt Mehrwertsteuer dazu. Da kommen Doppelbesteuerungen dazu. Also du zahlst Steuern auf deinen Lohn, die Lohnsteuer, die ganz normale Lohnsteuer. Das sieht man schon, wie gehirngewaschen wir sind. Ja, ist ja normal. Ist ja, ja normal, dass du, ja, ja, dass du arbeitest, musst du bezahlen. Mehrwertsteuer, Benzinsteuer. Genau. Ölsteuern und ja, genau. Schaumweinsteuern. Ganz abstruse Ideen, die sich da aus dem Hut gezogen haben. CO2-Steuer, oh ja, ganz böse. Die Fleischsteuer, irgendwann kommt noch die Fleischsteuer. Ja, ja. Genau. Ist ja in Planung. Ja, also man sieht eben, es soll immer weiter in die Versklavung gehen. Und sagen wir mal, du verdienst
ganz blöd jetzt gesagt, 10 Euro in 10 Stunden, das bedeutet 1 Euro pro Stunde, dann hast du bei 70% Steuern, nachdem du 10 Stunden gearbeitet hast, 7 Stunden für den Staat gearbeitet. Das ist der Witz. Das ist der Witz. Und ihr denkt, ihr seid frei. Oder besser gesagt. Dafür, dass alles geregelt wird. Ja. Genau, genau. Ist es wirklich der, wie soll ich sagen, ist es wirklich wert? Genau. Ja. Der Staat verspricht euch Schutz vor räuberischen Erpresserbanden, die bewaffnet sind. Und wenn ihr das nicht bezahlt, dann kommt ihr mit Erpressung und einer räuberischen Bande, die bewaffnet ist. Der verspricht euch, vor dem in Schutz zu nehmen, was er selber ist. Das ist eine Mafia. Hier ist eindeutig eine Mafia am Werk. Und deswegen sind wir libertär, weil wir das erkannt haben. Weil der Staat das größte Übel dieser Welt ist. Und der Etatismus ist die schlimmste Krankheit dieser Welt. Ja, Etatismus, willst du es erklären, was es ist? Nee, du darfst gerne weiter erzählen. Weiter erklären. Etatismus, ich würde es in die Richtung Glaube einordnen. Weil es eindeutig eine Religion ist. Ja, es ist eine Religion. Du glaubst an die Herrschaft. Dass irgendjemand über dich herrschen darf. Daran glaubst du. Und jetzt kommen die Leute und sagen, ja, aber Demokratie und so. Mein Gott. Und selbst wenn 500.000 Menschen sagen, dass der oder der über dich herrschen darf, hat er immer noch nicht das Recht dazu. Du persönlich kannst keine Rechte abgeben, die du selber nicht hast. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, er möchte 50 Euro dafür, dass da hinten ein Kindergarten gebaut wird. Jetzt hast du aber gar kein Kind und bist auch gar nicht interessiert an dem Kindergarten. Und findest eigentlich einen anderen Kindergarten irgendwo anders viel besser, den du unterstützen willst. Und er kommt aber und sagt, nein, der da hinten. Dafür gibst du mir jetzt die 50 Euro. Würdest du da zustimmen, wenn es dein Nachbar einfach so macht? Eigentlich nicht. Er hat nicht das Recht dazu, einfach zu dir zu kommen und Geld zu verlangen. So. Jetzt geht dein Nachbar aber zu einem anderen Freund und lässt dem auf dem Zettel unterschreiben, ja, du hast das Recht dazu. Und er geht mit dem Zettel zu dir, zeigt dir den Zettel und dann sagt er, guck mal, da hat jemand unterschrieben, ich habe das Recht dazu. Würdest du ihm dann zustimmen? Auch nicht, er hat immer noch nicht das Recht dazu, auch wenn es zwei Leute sagen. So, und jetzt macht er das mit 500 anderen Leuten. Hat er dann das Recht dazu? Eindeutig immer noch nicht. Das moralische Recht liegt immer noch auf deiner Seite, Nein zu sagen. Beim Staat ist es anders. Wenn du Nein sagst, kommt ein bewaffneter Schlägertrupp und allerschlimmsten Fall benutzt er Waffengewalt. Ja, wie gesagt, das klingt für mich ganz arg nach Mafia. Ja, wie gesagt, Etatismus, Glaube an den Staat, Glaube an die Herrschaft, bedeutet Versklavung. Denn ohne Herrscher keine Beherrschten, ganz eindeutig. Deswegen sind wir libertär und das ist auch ein großer Teil, warum wir eben auf die Reise gegangen sind. Ein ganz großer Teil. Wir wollen uns aus diesem System entziehen, so weit wie möglich. Und ja, ja, wir sind Kapitalisten. Wir wären komplett für Kapitalismus. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Der Unterschied zwischen Kapitalismus und Kooperatismus. Ja, wie gesagt, der Staat spielt mit diesen Begrifflichkeiten und wirft die, sehr gerne, ja. Genau, ja. Wirft die durcheinander und verarscht die Leute eben dann damit. Und will einfach, dass die Menschen nicht kapieren, was hier wirklich los ist. Ihr müsst verstehen, beim Kapitalismus geht es eigentlich um die Leistung und um darum, die Menschen zufrieden zu machen. Ja, wenn ich Leistung einkaufe, dann kaufe ich das ein, wo ich zufrieden bin. Und jemand, der die Leistung nicht gut erbringt, also oder der heimtückisch hinterhältig ist und Dinge ausführt, die nicht meinen Vorstellungen entsprechen, würde ich ja nicht nochmal wählen. Ja, und so würde es ganz vielen Leuten gehen. Das heißt, langfristig würden diese Firmen, die eben aktuell groß sind, die wir eigentlich gerne nicht mehr sehen würden, die würden untergehen, weil sie einfach unseren Zuspruch nicht mehr bekommen würden. Ja, aber da sie die Legitimation des Staates haben und in deren Auftrag im Grunde handeln, und wir als Menschen gar keinen Einfluss darauf haben. Also du kannst demonstrieren, du kannst es verhindern wollen, dass im Grunde große Stromkonzerne oder alternative Firmen dazu die Wälder abholzen. Du kannst es nicht verhindern. Ja, du kannst demonstrieren, so viel du willst. Da können auch 20.000 Menschen stehen, das interessiert einfach Der Staat hat das Gelände verkauft, der, so ist es. Der Firma gehört ja, so und im größten oder im schlimmsten Falle beschützt der Staat die
Bulldozer und Bagger, die das eben zerstören, oder die Harvester, die den Wald abernten, beschützt werden einfach eben mit dem Schlägertrupp namens Polizei. Und die Firmen existieren trotzdem. Obwohl letztendlich ja von uns im Grunde die Entscheidung ausgehen sollte, nicht wahr? Ja, von den Menschen, die dort leben, von überhaupt der ganzen Bevölkerung. Genau. Und das ist der Unterschied einfach zwischen Kooperatismus und Kapitalismus, ne? Dass wir wirklich den Firmen, die tatsächlich positiv wären, tatsächlich was für den Menschen machen, für, was weiß ich, für den Fortschritt, mehr Unterstützung durch uns kriegen würden. Das ist ja schon mal eines der nächsten Themen. Eine Firma, die sich neu gründen will, Startups, die richtig gute Ideen haben, die wirklich die Welt verändern könnten, denen wird der Staat in die Marktwirtschaft so erschwert durch Regulierungen, durch Behördenkram, durch finanzielle Kosten, die auf dich zukommen. Zertifizierungen. Dieser laute Bims-Bams, der ist nur dafür da, dass kleine Firmen keine Chance mehr auf dem Markt haben. Dass nur große, etablierte Firmen das Recht vom Staat bekommen haben, alleine zu herrschen. Und da ist das Problem. Ja, und genau da ist auch das Problem. Also zwei Phänomene passieren dabei. Zum einen, er wird ineffizient. Ja. Er verschwendet Ressourcen einfach, weil er es sich leisten kann. Genau. Und er wird teuer. Genau. Weil er ja die alleinige Stellung am Markt hat und er selber die Preise bestimmen kann. Ja. Ja, und ihr seht das, finde ich, oder man sieht es ganz viel in unserer Gesellschaft, in unserem gesamten Leben. Ja, es geht hier insgesamt nicht mehr pro Mensch, pro Entwicklung. Überlegt mal, in welchem Jahr wir leben, ja. Wir sind nächstes Jahr im Jahr 2020. Überlegt euch das mal, wie das, für mich war das als Kind immer so was Futuristisches im Jahr 2020. Ja, ja, da hatten wir gedacht, wir schweben schon mit irgendwelchen Autos durch die Gegend und es ist möglich, ja. Es ist so vieles möglich. Ihr wisst es selber, ja. Aber ganz viel wird mit Absicht zurückgehalten, weil Patente oder sonst irgendwelche Monopole aufgebaut werden können. Jetzt stell euch mal vor, es gäbe einen Kapitalismus, der wirklich von uns gesteuert werden würde. Vom Verbraucher, genau. Wo es nur in die Richtung geht, was die Menschen wollen, was die Menschen wirklich wollen. Ja, genau. Also wir würden uns wahnsinnig schnell weiterentwickeln. Die Technik würde nicht nur ins Militär fließen und nicht das würde als erstes sozusagen gekascht werden. Ja, jedes Startup-Unternehmen, was wirklich wertvolle Informationen auf den Markt haut, Medizinwesen, ja, was wirklich den Durchbruch erlangt hat in bestimmten Bereichen, würde nicht gekascht werden, sondern es würde tatsächlich Energie hineinfließen, ganz viele Firmen, ganz viele Menschen würden sich plötzlich finden, die das Ganze pushen und unterstützen. Ja, und wir hätten innerhalb kürzester Zeit eine Wahnsinnsentwicklung, die im Moment einfach unvorstellbar ist. Ja, aber es ist möglich, es ist möglich. Ja, und es ist einfach einer der Punkte, warum wir im Grunde dem Libertarismus angehören und staatskritisch sind, einfach da nicht mehr mithalten können. Wir sehen es nicht mehr ein, warum wir so viele Steuern bezahlen sollen, warum so viel von dem, was wir erarbeitet haben, wo wir jeden Tag dafür schuften gehen, im Grunde die Hälfte unseres Lebens mindestens, ja, überlegt euch das mal, ja, also wie viel Zeit einfach für Arbeit drauf geht. Wir sind nicht arbeitsfaul, darum geht es nicht, aber es geht darum, dass ich für meine Arbeit auch entlohnt werden möchte, dass ich was davon haben möchte und dass ich entscheide, wo meine Gelder hinfließen. Und natürlich würde ich auch einen Straßenbau unterstützen, natürlich hätte ich wahrscheinlich auch eine Krankenversicherung etc. Ja? Aber privat selber bezahlt. So ist es. Privat selber bezahlt. Und nicht die Chauffeure und die Privatjets und die Tower von und die irgendwelchen Sicherheitsleute von irgendwelchen Schmarotzern im System und es sind Politiker Schmarotzer im System bezahlen. So ist es, denn keiner von uns verdient so viel Kohle. Klar, jetzt kommt wieder das Argument, sie brauchen so viel, damit sie unbestechlich sind. Aber allein, dass sie bestechlich sein können, ist schon das Problem. Sowas muss man doch ausschalten. Und mal ganz im Ernst, die 14, 15, 16.000 Euro, die eine Angela Merkel da im Monat verdient, das ist doch ein Witz. Ein Multimillionär, der kommt dir mal locker mit 500.000 um die Ecke. Und dann muss die Merkel nicht mehr viel dafür arbeiten. Und trotzdem wird noch vermutet, dass es eben gut ist, Politiker hoch zu bezahlen.
Ja, genau. Genug erzählt von dem Libertarismus und warum wir das auch sind, weil wir natürlich der Freiheit frönen. Das ist ein ganz großes Motto, auch in unserem Leben. Ja, und deswegen, wenn man Freiheit will, muss man natürlich auch konsequent sein, Freiheit überall eben zulassen. Wir wollen weder links noch rechts, wir sind gar nichts von beiden, uns können beide gestohlen bleiben, bitte ganz weit weg mit euch. Ja, weil wir sind tatsächlich überzeugt davon, dass ein Leben ohne Staat möglich ist. Ja, ja, ich weiß, man darf das nicht zu laut sagen und möglicherweise ist das auch so ein Punkt, warum vielleicht unser Video doch verschwinden könnte. Gerade jetzt mit der ganzen Internetzensur, die massiv voranschreitet. Aber genau deswegen, umso wichtiger ist es, dass Menschen sich gerade genau zu diesen Themen jetzt positionieren und sagen, jawohl, wir gehören auch dazu. Ja. Genau. Das Thema ist viel, viel umfangreicher, als man das überhaupt in, weiß nicht, circa 20 Minuten Video abhandeln kann. Wir wissen das, ja. Wir haben jetzt so viele Sachen auch angeschnitten, ob das jetzt der Libertarismus, der Etatismus, Kapitalismus, und so weiter, ja. Wir hatten noch ein paar Begriffe drinne. Das ist, wen es interessiert, ja, der kann natürlich oder sollte unbedingt sich noch mehr dazu belesen. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Sachen verlinken unten. Nicht nur wen es interessiert, sondern eigentlich jeder. Eigentlich jeder. Jeder, genau. Jeder. Ja. Tut uns nicht ab als Spinner. Wir sind es nicht. Ja, wir haben wirklich viel Zeit darauf gegeben, uns dazu ausführlich zu informieren. Ja, wir haben. Wer die Wahrheit sucht, ja, wer die Wahrheit sucht, der wird eindeutig beim Anarchismus landen. Und ja, und deswegen, ich kann ja einfach mal ein paar Worte in den Raum reinwerfen, nachdem man googeln könnte. Das wäre zum Beispiel die Österreichische Schule, das wäre Friedrich Hayek, das wäre Ludwig von Mises. Also es sind schon mal so ja, zwei große Namen, wo man dann einfach mal googeln könnte, sich einfach mit der Theorie befassen würde und sich dann selber von seinem Herzen aus entscheiden kann, ist es was oder ist es eben nichts? Wir konnten eindeutig feststellen, ja, das ist was. Ja, wie gesagt, wenn man nach Freiheit sucht, landet man eindeutig dabei, dass man nur frei ist, wenn es keinen Herrscher gibt. Macht euch frei von diesen Gedanken, dass es ein Leben ohne Staat nicht vorstellbar, nicht möglich ist. Ja, das wird als erstes sicherlich in all euren Köpfen sein und wir kennen das aus unserem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis und es ist wer baut die Straßen, wer beschützt uns, genau. Das könnte alles der Markt regeln. Wir sind einfach seit Jahrtausenden, ja, sind wir beherrscht und es gab hat schon immer Könige, es gab schon immer irgendwelche Menschen, die uns einfach regiert haben, die uns beherrscht haben und genau deswegen ist es so fest verankert. Das ist im Grunde, wir geben das schon in unseren Genen, geben wir das schon weiter. Ja, ja? Und noch ein ganz großer Punkt, den muss ich auch noch sagen, viele Leute fragen mich dann auch, ja, wie ist denn mit Zentralafrika? Da gibt es ja auch keinen Staat und da unten funktioniert es ja auch nicht. Ja, die Leute verwechseln da aber was. Da unten gibt es Warlords und das ist der Staat. Der Warlord ist dann der Staat. Und der Warlord macht da unten auch seine Gesetze und unterdrückt die Leute. Und genau da ist das Problem. Im echten Kapitalismus oder auch in der echten Freiheit könnte euch keiner mehr unterdrücken. Denn ja, keiner unterdrückt jemanden mit dem MG42, wenn ihr wisst, was ich meine. Und keiner unterdrückt irgendjemanden, der aus seiner Bude eine Festung machen kann, ohne dass irgendjemand sagt, dieses darfst du nicht besitzen, jenes darfst du nicht besitzen. Ja, und deswegen, lasst uns zum Ende kommen, oder? Jawohl. Das Video ist lang genug und wahrscheinlich auch ein bisschen trocken. Erste Video in der Rubrik Freiheit. Ich freue mich. Yay. Ja, also in diesem Sinne, es wird noch viel, viel mehr in diese Richtung geben. Ihr dürft unglaublich viel kommentieren, wenn ihr das genau, wollt. Genau. Schreibt, fragt, macht Anregungen. Ja, wir sind offen dafür, werden natürlich genau darauf eingehen und dann entsprechend auch Videos dazu machen oder das einfach kommentieren, je nachdem. Genau. Ja, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst uns einen Daumen nach oben da, genau. Abonniert unseren Kanal, wie immer. Und lasst euch nicht unterdrücken. So ist es. Ein Hoch auf die Freiheit. Macht's gut.